Grüße, ich bin Dominik und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich heute mal bei Regenwetter unterwegs. Ja, ich hatte heute extrem Bock, mal einen Overnighter zu starten. Alles ganz spontan hier. Ich dachte mir, ja, mal wieder so Regen ist auch mal ein bisschen Abwechslung. Ich habe heute meine neue Hängematte übrigens mit am Start. Da ist quasi Darp, Hängematte und Moskitonetz ein Teil, also hat man extrem schnell aufgebaut. Das werden wir heute gemeinsam testen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, bleibt dran, holt euch was zu trinken und viel Spaß mit dem Video. Ach, einfach nur köstlich, Freunde. Also der hier, würde ich mal so sagen, ist auch ganz schön ordentlich. Also ich würde vorschlagen, beim nächsten Stückchen ab in den Wald. Denn dieser Weg hier, da wimmelt wirklich von Nacktschnacken und von Pferdescheiße. Also das ist wirklich eine Katastrophe hier. Also bei der nächsten Abzweigung, wo es irgendwie schön aussieht, rein in den Wald. Direkt. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennt, aber hier geht so ganz leicht ein kleiner Wildpfad rein. Den werde ich jetzt ganz entspannt bis nach oben folgen und dann werde ich mir irgendwo ein schönes Plätzchen aussuchen, wo ich mich wohlfühle und da lassen wir uns dann nieder. Okay, hier ist ziemlich, ja, ziemlich gestrüppig, wie ihr seht. Also man kann wirklich nur sehr langsam voran. Ich bleibe dauernd irgendwie mit dem Rucksack hängen, aber egal, wir folgen weiter dem Weg in den Wald hinein, Freunde. Oh, nee. Oh, scheiße. Es ist halt extrem, ja, unsympathisch, wenn einem dauernd das Wasser von den Bäumen runterfällt, weil man halt bei jedem Baum hier gefühlt angeht. Das ist halt wirklich nicht sehr nett. Ja, yep, genau das meine ich. Also ich muss sagen, bei den Touren ist das Schlimmste, wirklich den Lagerplatz zu finden. Da verplemper ich oft wirklich Stunden. Ja, wirklich Stunden, bis ich den perfekten Lagerplatz gefunden habe. Aber natürlich ist Lagerplatz suchen auch eines der wichtigsten Themen, denn man muss ja quasi fast 12 Stunden dort verbringen und man muss sich ja auch wohlfühlen, besonders wenn man allein unterwegs ist. Alter Schwede, hier mit kurzen Hosen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Fühlt sich irgendwie komplett falsch an. Aber ich dachte schon, das wäre so eine Zecke. Ah, fuck ey. Aber hier mit einer langen Hose würde ich auch nicht fühlen, ne? Die wäre halt komplett nass danach. Es ist nicht so einfach vorne mit diesen Insekten. Zumindest haben wir jetzt noch nicht diese ganzen Mücken und diese ganze Kacke. Denn Mücken, ich schwöre, unterste Schublade, wirklich unterste Schublade. Hier haben wir übrigens diesen Pilz. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das dieser Zunderpilz ist. Es gibt da so einen ähnlichen Pilz, wenn man den anzündet. Da brennt irgendwie ewig weiter. Aber schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob das hier dieser Pilz ist. So, ich habe meinen Lagerplatz gefunden. Von diesem Baum zu diesem Baum werde ich meine Hängematte aufspannen. Ich finde es hier extrem hübsch. Also sieht sehr schön aus. Ich habe mir auch eine schöne leere Fläche. Und an der Seite sind wieder mehrere Bäume. Das heißt, man hat wieder so eine kleine Safe Zone. Finde ich persönlich immer sehr entspannt. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich hier extrem wohl und deshalb lasse ich mich hier nieder. Oh. Oh. Heilige Scheiße. Mein Rucksack wiegt heute sicherlich wieder 20 Kilo. Ja, also von daher erstmal runterkommen und durchatmen. So Freunde, als erstes werden wir mal die Hängematte mit dem Tarp aufbauen. Einfach, dass wir mal eine kleine Safe Zone vom Regen haben. Und dann können wir endlich weiterarbeiten. Denn der Regen nervt mich jetzt schon ziemlich, wenn ich hier nur rumstehe. So. Regenpuncho, den brauchen wir eventuell noch später. Und hier haben wir das gute Stück. Meine Amazonas Ultralight Traveler Camp. Ich habe letztens auch ein Review darüber gemacht und ja, hier drin ist quasi Tarp, Hängematte und Moskitonetz. Sogar die Schlaufen und die Heringe sind hier drin. Also alles hier drin und ja, ich würde sagen, das bauen wir jetzt auf. Das hier, Freunde, sind die Gurte. Die befestige ich jetzt als erstes am Baum, dass die mal hängen. Ich mache die immer, ja, so nochmal einen Kopf höher als ich bin. Zack. Perfekt.
Zack, perfekt. So, dann zeige ich euch mal, wie schnell man das Ding aufgebaut hat. Übrigens, Links zur Hängematte packe ich euch alle in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal sehr gerne den Shop von Amazonas abklappern. Hier haben wir so einen Pfeil und der kommt quasi an den Gurt ran. So, und sie steht, Freunde. Ja, hier drin haben wir Hängematte mit Moskitonetz. Jetzt müssen wir quasi nur noch die Enden vom Tarp abspannen und dann war's das. Also so easy und einfach genial finde ich dieses Teil. Mit dem werde ich dieses Jahr sicherlich noch viele Touren machen. Ja, es geht übrigens auch nach Schweden und da kommt dieses gute Stück natürlich auch mit. Von der Farbe bin ich jetzt nicht so ein großer Fan. Ja, dieses Blau-Grün finde ich jetzt nicht so geil, weil es halt trotzdem in der Natur ziemlich auffällt. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich bin jetzt nicht so ein Farbenfreak. Für mich geht das vollkommen fit. Ich habe meine ganze andere Ausrüstung, alles in Oliv, außer das Raincover natürlich. Also von daher kann ich jetzt nicht meckern. Und das Geile ist, das Tarp hat hier an den Innenseiten ja so Täschchen und da ist quasi die Schnur. Also da ist wirklich alles dran. Finde ich wirklich sehr genial. Ich mache da eigentlich nie einen Knoten um den Hering. Ich wickel das einfach so ein paar Mal hier rum. Dann hält das auch. So. Perfekt. Mir fällt gerade auf, hier sind irgendwie extrem viele Steine drunter. Also man bekommt die Heringe nicht wirklich ganz entspannt rein. Und wie hier der Regen schön absickert. Ach, sowas finde ich einfach geil. Finde ich einfach geil, Freunde. Ja, übrigens, jetzt regnet es nicht mehr allzu stark. Ist einerseits ganz nice, aber ich hoffe, dass es heute Nacht wirklich richtig durchschüttet. Dass wir das Ganze richtig schön testen können und heute mal einen richtigen Overnighter bei Starkregen haben. Aber mal sehen, Freunde. Wir lassen uns überraschen. Übrigens, ja, die Farbe vom Paracord übrigens auch ultra hässlich, aber ich finde es gerade richtig geil, dass die so auffällig ist, denn mir ist schon so oft passiert, dass ich irgendwie über solche Schnuren drüber gestolpert bin und das ist wirklich sehr scheiße. Da macht man sich die ganze Ausrüstung kaputt, aber hier passiert das halt nicht, weil das so extrem auffällig ist. Und was mir gerade auffällt, hier haben wir irgendwie so Scheiße. Ich weiß gerade nicht, vor welchem Tier das ist. Das ist sicherlich kein Reh, das sieht viel größer aus. Na super. Ja, in den Wäldern, wo ich unterwegs bin, da ist immer sehr viel Wildtier unterwegs. Finde ich einerseits ganz geil, weil es so halt ein bisschen aufregender ist. Aber andererseits, ja, vielleicht ist es ab und zu wirklich entspannter, wenn man weiß, es sind keine Tiere unterwegs, außer halt Vögel. Hier haben wir schon die erste Spinne. Nice. Ich mag Spinnen überhaupt nicht. Aber was will man tun? Oh. Also das sieht schon echt geil aus. Also auf diese Nacht heute freue ich mich so extrem. Das sieht so gemütlich aus. Und dann ist man auch noch geschützt vor Insekten. Es kann echt nicht besser sein, Freunde. Ah, ist das geil. Ja, diesen Zettel hier. Den müssen wir entfernen. Das sieht hässlich aus. Oh nee. Aber hier passiert das halt nicht, weil das so extrem auffällig ist. Alter, jetzt ist sie in Orange und ich stolper trotzdem drüber. Also manchmal frage ich mich wirklich. So, und das hier ist die gute Stube. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Hier haben wir den Eingang. Und so viel Platz, wie man hier drin hat. Es ist wirklich ein Träumchen, Freunde. Wirklich ein Träumchen. Jetzt pack mal direkt den Schlafsack rein, dass der sich ein bisschen aufblüstern kann. Ja, es ist eigentlich immer dasselbe Spiel, Freunde. Ihr kennt es ja mittlerweile. Heute habe ich übrigens noch so eine entspannte Campinglampe mitgenommen. Die hänge ich mir dann abends in die Hängematte. Das macht das Feeling noch mal geiler. Und hier haben wir natürlich meinen Schlafsack. Heute habe ich übrigens Defense 4 und Tropen kombiniert. Ja, ganz klar. Ich habe hier kein Underkilt und wir haben jetzt am Tag schon nur 10 Grad. Also die Nacht haben wir sicherlich noch weniger. Von daher möchte ich hier in der Hängematte maximal geschützt sein. Denn bei Hängematten ist es eh schon ziemlich frisch, weil der Wind halt drunter durchpfeift. Also ich hoffe, ich habe heute einen warmen Rücken, das hoffe ich wirklich. Aber naja, es ist nur eine Nacht, von daher sollte es heute kalt werden. Da habe ich halt Pech gehabt. Ja? Was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker, Freunde. Hier habe ich übrigens schon einen Stich von diesen Scheißmücken. Sie sind, glaube ich, wieder auf der Jagd hier. Nach mir natürlich.
Alter Schwede. Na, jetzt ist die Frage, wo ist hier oben, wo ist hier unten? Und ich kann mir schon vorstellen, wie spaßig es wird, in diesen zwei Schlafsäcken heute Nacht reinzukommen. Und das Ganze auch noch in der Hängematte. Das kann ja nur witzig werden. So, und hier hängen wir meine Campinglampe auf. Alter, ist das geil. Das ist ultra geil, Freunde. Mega. So, Freunde, hier haben wir wieder einen Besucher. So eine fette Nacktschnecke, Alter. Auch heute, Freunde, wieder Kamera mit am Start. Ich werde euch heute im Video wieder ein paar geile Fotos einblenden. Ja, ein paar habt ihr sicherlich schon gesehen. Und ja, ich werde das in Zukunft jetzt immer bei den Touren machen. Die Tour einfach fotografisch begleiten. Feiere ich einfach. Ja, schreibt mir auch mal gerne in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ja, weil ich finde es ziemlich geil. So, jetzt haben wir 17.02 Uhr. Ich würde vorschlagen, ich werde jetzt so einen kleinen Nachmittagssnack verzehren. Ich habe jetzt schon ein bisschen Hunger. Durst habe ich übrigens auch, deshalb würde ich jetzt vorschlagen, machen wir jetzt einfach mal ja, so eine entspannte Nachmittagspause. Das habe ich mir jetzt auf jeden Fall verdient. Und ich finde, mampfen kann man immer. Ja, wie ihr seht, ich habe heute wieder mein MRE mit, was ich das letzte Mal probiert habe. Und ich habe mir heute noch so ein bisschen Thunfisch reingepackt. Und hier noch so, ja, so Gemüse-Ravioli, einfach in so Tomatensauce. Habe ich bei den letzten Touren schon öfters dabei gehabt. Ist jetzt nicht allzu sättigend. Also mit so einer Portion hat man auf keinen Fall genug. Und um vielleicht noch satter zu werden, werde ich einfach hier, ja, die Reste des MREs essen. Das war's mal wieder komplett, Freunde. So, dann probieren wir mal diesen Energieriegel, diesen Schokolade-Energieriegel. Also optisch muss ich sagen, eine absolute Vollkatastrophe. Also ich kann jetzt nur noch hoffen, dass es halt wenigstens gut schmeckt. Aber rein optisch, ja, würde ich sagen, eine 3 von 10. Oh, extrem hart, Freunde, extrem hart. Aber ich muss sagen, diese MREs, weil viele oft sagen, die schmecken komplett scheiße. Ich muss sagen, hier drin sind wirklich Sachen, die gehen voll fit. Also die könnte man locker auch im Alltag essen. Rein geschmacklich meine ich jetzt. So, wie ihr seht, bin ich gerade in meiner Hängematte. Ich habe mir gerade gedacht, ich mache mal so ein kurzes Probeliegen. Also soweit hält alles gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich glaube, das wird wirklich eine der besten Nächte hier drin. Und auf diese Nacht freue ich mich echt wirklich extrem. Besonders, weil alles nass ist. Hier überall kleine Insekten rumlaufen, Nacktschnecken, Tiere. Und ich hier in meiner kleinen Safe Zone entspannt schlummern kann. Ja, also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Das ist genial hier. Und dann ist auch noch Regen. Ja, jetzt gerade regnet es nicht mehr. Aber es hat vorhin geregnet. Und ja, ich mag einfach dieses geborgene Gefühl, wenn man sich seinen kleinen Unterschlupf gebaut hat und dann hier draußen einfach entspannt. Es gibt nichts Besseres. Ich finde es einfach nur entspannt, mal einfach da zu liegen, bisschen den Regen zu lauschen. Ist zwar jetzt nicht viel Regen, aber so diese einzelnen Tropfen, was auf dem Tarp runterfallen, ist extrem entspannt. Und dazu noch die ganzen Vögel. Wir haben gerade so viele Vögel. Boah, ich feier's. So, nun wäre es Zeit fürs Abendessen. Wir haben jetzt circa, ja, wir haben es jetzt circa 19 Uhr. Von daher perfekte Zeit. Heute habe ich wieder meinen Essbit mit. Mit dem werde ich mir jetzt das Essen warm machen. So, dann würde ich sagen, lass mal das gute Teil mal an. Fürs Essen nehmen wir natürlich eine ganze. Alter, diese Scheiße stinkt so hart. Das ist nicht mehr normal, Freunde. Das ist schon fast illegal. Machen wir einmal den Thunfisch. Und die Ravioli. Zack. Ja, ich muss sagen, so ein Essbit-Kocher ist wirklich was Geniales. Ist einfach die mobile Küche, die man sogar in der Hosentasche Platz hat. Also, ein besseres Style könnte man nicht haben. So. Oh ja, die riechen schon ordentlich. Und das gute Öl kommt auch mit rein. Ja, da verschwendet man gar nichts. Oh, ich habe mir einen Finger geschnitten, Freunde. Nee, Spaß. Ist nur Tomatensauce. Umrühren das Ganze. Und drauf hier. Irgendwie habe ich mal gerade gedacht, ich gebe noch diese Cashew-Nüsse dazu. Ich finde es übrigens immer ganz geil, ja, so mehrere Sachen zu kombinieren.
Also jetzt nicht nur die Ravioli, sondern einfach noch ein bisschen Thunfisch rein. Hier ein paar Nüsse noch. Dann schmeckt das Ganze einfach viel besser und sättigt auch mehr. Ja? Schauen wir mal rein hier. Ja, es sind halt normale Nüsse, nicht? Mal probieren. Ui. Boah, die sind ja ultra scharf. Ach du heilige Scheiße. Boah, Alter. Rein da. Bisschen schärfer. Schadet nie. Wobei, das ist nicht ein bisschen schärfer. Das ist schon wirklich, das ist schon kriminell. Jetzt probieren wir mal die Schärfe. Geht eigentlich. Jetzt hier drin, wo das Ganze vermengt ist, geht es eigentlich voll klar. Und ihr seht selbst, wir haben es jetzt schon wirklich frisch. Also wir haben noch nicht Sommer, Freunde. Wir haben wirklich noch einen kalten Frühling hier. Die letzten Tage hatten wir hier wirklich 25 Grad und heute müsst ihr euch vorstellen, sind es einfach nur noch 10. Also wir sind jetzt wirklich wieder 15 Grad runter. Das ist ja geisteskrank. So, es ist heiß genug, Freunde. Dann würde ich vorschlagen, guten Appetit. Rein geschmacklich. Wirklich eine 9 von 10. Wirklich eine 9 von 10. Ihr seht, mittlerweile hat es auch aufgehört zu regnen. Irgendwie ist auch ziemlich entspannt so. Kann man halt draußen stehen, ohne dass man gleich nass wird. Aber für später, also für die Nacht, da wünschte ich mir wirklich, wenn es ein bisschen regnen würde. Das wäre echt geil. Einfach fürs Feeling. So. Die Ravioli habe ich jetzt aufgemampft. Ist jetzt im Nachhinein irgendwie schärfer gewesen als erwartet. Boah, ich spür's richtig im Magen, die Schärfe. Alter Schwede. Boah. Jetzt mache ich mir auf jeden Fall hier noch so ein Getränk. Das möchte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, wie das so schmeckt. Und ja, und dann lasse ich auch langsam den Abend ausklingen. Und dann geht's auch schon ab in die Hängematte. Beverage Base Raspberry, Sugar Free. Mein Hausverstand sagt mir, einfach rein da. Das ist so wie Zucker. Oh, Freunde, das wird rot, wenn es nass wird. Alter Schwede, was ist denn das für ein Farbmittel hier? Ja, es ist halt sehr künstlich, aber es schmeckt sehr, sehr geil. Also Farbstoff, sein Vater, Alter. Nee, also, ich lasse es lieber. Also das trinke ich gar nicht mal aus. Das ist mir einfach zu viel Farbstoff. Und einen Rucksack, ich gehe mal einfach hier unter meiner Hängematte rein. Dann ist der auch schön geschützt. Da passiert gar nichts mehr. Da bleibt schön trocken. Und ja, das war's. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Sonne ist mittlerweile schon längst untergegangen. Also wie ihr seht, draußen ist es noch ein bisschen hell. Aber schon ziemlich dunkel. Und jeden Moment wird es hier stockfinster. Ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall später, wenn es dunkel ist. So, Freunde, mittlerweile haben wir es stockfinster draußen. Temperatur ist ja ziemlich frisch. Aber im Schlafsack innen drin geht's. Unter mir zieht es eigentlich gar nicht mal so durch. Also das Sleeping-System macht gerade richtig gute Arbeit. Ich brauche gar keinen Underkilt. Extrem geil. Ich glaube, ich werde sicherlich gut schlafen. Bin jetzt schon richtig müde. Von daher freue ich mich jetzt schon, schlafen zu gehen. Wir haben es übrigens aktuell 22.40 Uhr, also schon relativ spät. Und ja, Freunde, ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen früh. Und in dem Sinne, gute Nacht. Tja, die Nacht ist vorüber. Wir haben es jetzt so circa 6 Uhr, 7 Uhr. Ich weiß es nicht genau. Mein Handy hat keinen Akku mehr. Auf jeden Fall, es ist jetzt wieder hell. Sonne ist noch nicht draußen. Ah, Freunde, wenn man so einen Himmel am Morgen sieht, da bekommt man wieder direkt Bock, rauszugehen. Und wir haben heute sogar schönes Wetter. Also es kann nicht besser sein, Freunde. Geil. So, erstmal einen Schluck Wasser, sonst geht ja gar nichts.
Ah, geil. Zum Frühstück gibt's Applesauce oder Apfelmus. Alter Schwede, ist das flüssig. Aber zumindest, ja, es ist Apfelmus. So viel steht fest. Jetzt nur nicht auf den Rucksack raufkleckern. Das wäre sehr scheiße. So, Freunde, dann würde ich sagen, guten Appetit. Direkt am Morgen, bisschen Apfelmus. Mmh. Okay, das schmeckt echt geil. Alter Schwede. Mmh. Boah, geschmacklich eine 10 von 10. Wirklich, ich habe noch nie so gutes Apfelmus gegessen. Dummes Vier. Alter, ist das ekelhaft. Alter, wie ekelhaft will man denn sein? Ja, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich mache mich jetzt auf dem Weg wieder zurück nach Hause. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like. Vergesst auch nicht, Kanal zu abonnieren, um wirklich kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, peace. Ja, Freunde, und das hier ist eine Zecke. Alter, diese Mistviecher. Ich schwör's euch.